Hey liebe Leute und herzlich willkommen zu Kanal 21 Backstage. Ich bin Marcel Menk und sitze hier mit der Band No Decision. Und da wollte ich euch erstmal kurz die Band vorstellen. Oder sagt am besten selber, wie ihr heißt, was ihr in der Band macht. Das können wir so machen. Ich fange an, ich sitze rechts, habe das Mikrofon, ich bin Dirk und ich sitze hinterm Schlagzeug und mache so 50% vom Gesang ungefähr. Jo, hi, ich bin Tobi, ich spiele Gitarre und mache auch Gesang. Ich bin Tim und spiele auch Gitarre. Ich bin Fitti, spiele Bass und mache kleine Shouts. Ja, also gegründet habt ihr euch ja 2005. Da wollte ich vielleicht fragen, wie lange ihr schon in einem Einzelmusik macht? Habt ihr vorher in anderen Bandprojekten gespielt? Also bandprojektmäßig ist bei mir vorher gar nichts gewesen. Ich habe allerdings schon mit 6 Jahren irgendwann angefangen, Schlagzeug zu spielen. Also ich spiele schon ewig Schlagzeug habe dann aber erst richtig, sag ich mal, richtig Spaß dran gefunden, quasi nach Gründung der Band. Ja, also Dirk und ich haben uns anfangs zuerst kennengelernt. Ich weiß gar nicht, in welchem Jahr das war. Jedenfalls waren wir anfangs nur zu zweit und dann habe ich über einen anderen Kumpel noch Philipp kennengelernt. Und dann ja, haben wir erstmal was zu dritt gemacht und als letztes kam Tim dann dazu. Was seht ihr als euer größter Erfolg in eurer bisherigen Musikkarriere an? Boah, größter Erfolg ist schwierig. Ich sag von dem Konzert hier beim Kanal 21. Ja, Kanal 21, freuen uns auf jeden Fall hier zu sein, ist klar, ist eine coole Sache. Größter Konzerterfolg war im Prinzip jetzt gerade vor kurzem das Konzert in Eckartsheim, Eheim rockt, wo wir unsere EP auch released haben. Die ist super angekommen. Wir haben irgendwie am ersten Abend gleich 50 Stück verkauft. Das ist für unsere Verhältnisse auf jeden Fall sehr krass gewesen. Hat super Spaß gemacht, der Abend. Die Leute waren alle gut drauf. Ich würde sagen, das kann man so nehmen. Gleichzeitig der EP-Release eben mit diesem Konzert. Das war schon ein sehr gutes Erlebnis. Und wann soll denn das Album kommen? Ja, wir sind jetzt schon fleißig am Schreiben, wir haben schon ein paar Sachen fertig, wird man auch exklusiv hier jetzt hören, heute Abend noch nachher, spielen wir die ersten 2 Dinger, die da drauf sein werden. Wir planen das so für 2012 grob an und wollen dann irgendwie da auch nochmal eine Tour zu abfahren, wir haben da so ein bisschen vorausgeplant schon. Und dann eure Zukunftspläne, wo seht ihr euch nächstes Jahr, wo wollt ihr hin? Ja, haben wir konkret auf jeden Fall auch was vor für nächstes Jahr. Und zwar haben wir in den letzten Monaten irgendwie so durch Zufälle so eine Connection in die Hip-Hop-Szene reingefunden. Wir haben über den Affenboss, das ist der Backup-MC von Casper. Casper werden sicherlich einige Leute kennen. Über den, der ist ein guter Kumpel von uns, haben wir einen jungen Rapper kennengelernt aus Münster. Joe Martin heißt er. Und wir werden da so ein bisschen so ein Hip-Hop versus Rock-Ding quasi aufziehen. Das heißt, wir haben mit ihm jetzt auch schon die ersten paar Mal zusammen geprobt. Die ersten Songs auch, also zum Teil fertig. Einer ist sogar schon studiomäßig abgemischt und komplett fertig. Der wird so, denke ich, nächste Woche sogar erscheinen irgendwann. Gucken wir mal, in welcher Form. Ihr werdet gesponsert von einem Friseursalon aus Bielefeld. Wie kommt man denn dazu? Ist ja ein bisschen kurios für eine Rockband. Ja, kann ich auch direkt was zu sagen. Das ist tatsächlich interessant gelaufen. Wir haben damals mit Timmy, als er noch lange Haare hatte, er hatte tatsächlich mal längere Haare als ich. Er hatte die längsten Haare aus der ganzen Gruppe. Und ich habe mit ihm zusammen so Haarmodel-Geschichten gemacht, so über einen Unisex-Friseur, kennt vielleicht einige. Und da hat sich's irgendwann mal so ergeben, dass wir einen jetzt guten Kumpel von uns kennengelernt haben, der wirklich in Bielefeld in der Friseurszene so mit die Nummer ist, Maurice Haarfeld, der einfach ein Gott ist an der Schere. Nein, und wir haben das mit seinem Laden noch abgesprochen und wir machen Promo für die, erwähnen sie, jetzt habe ich sie gerade erwähnt, Healthy Hair Club Bielefeld, ich sag's nochmal, Maurice Haarfeld. Und
dafür gibt's für uns eben Styling und Frisuren umsonst. Eure Musik beschreibt ihr als Century Rock, New Century Rock. Ja. Erzählt mal den Zuschauern, wie ihr selber die Musik interpretieren würdet. New Century Rock. Es ist, klingt natürlich erstmal sehr epochal. Viele haben das irgendwie fehlinterpretiert, anfänglich in Richtung irgendwie, dass da Elektro-Einflüsse mit drin sind, weil das ja auch so eine Elektro-Szene aufkommt in den letzten Jahren. Das ist nicht der Fall. Wir machen halt nicht wirklich irgendwas Experimentelles, sondern im Gegenteil. Wir gehen im Prinzip zurück zu so einer gewissen Einfachheit im Rock, in der Rockmusik. Rock steckt ja auch mit drin. Es ist wirklich einfach Rock, was wir machen. Und wir sehen da so ein bisschen so eine Lücke, dass einfach wieder der Rock ein bisschen einfacher, ein bisschen eingängiger ist. Es ist nicht so einfach wie Punk, aber es ist eben auch nicht so komplex wie, was weiß ich, was es heutzutage alles gibt, die ganzen New-Metal-Geschichten, wo wirklich so unglaublich viele komplexe Sachen sind, sondern es ist schon so ein bisschen straighter. Ja. Okay, ich glaube, dann wissen wir jetzt, was uns jetzt gleich erwartet. Und dann würde ich sagen, das war's mit Kanal 21 Backstage und wir freuen uns auf ein energiegeladenes Konzert mit No Decision. How far would they go when they